Was geht ab, ihr kleinen Schnittchen? Willkommen zum Surfer Mobs Clamos mit mir! Mobs Clamos, Junge! Außer Christian, denn der kocht gerade unser Kochbuch, was bald rauskommt. Warum ist Roman Reigns ganz unten? Ah, das ist doch scheiße da. Peter, spring einfach über den rüber. Und direkt zwei, ja. Peter. Mach wie? Gut mit Wasser, gut mit Wasser, gut so, mit ja, Wasser. Oben zielen. Noch die 150, die gelbe. Ich gebe euch mal ein bisschen Input aus den Kommentaren. Ich habe vorgeschlagen, dass man Wasser in eine Runde verschiebt, damit nicht direkt an der ersten Runde geht. Bin ich gegen. Hat keiner gesehen, Input was ich gemacht habe. Es bleibt alles das so, wie es kacke, ist. Kacke, Peter Smits. Das war richtig kacke, wirklich. Das war einfach danke, scheiße. Siehst du, dann hätten wir nämlich diesen maximalen Fail von Peter wieder nicht gesehen. Mit dem Wasserspülen. Oh, wenn du rechts eine Wasserbombe hinwirfst, werden die alle auf die Mine gespült? Und wenn du auf eine Runde in der zweiten Runde hast, dann kann immer noch dieselbe Problematik bestehen und ja, aber du hast einen davon, mehr, den du saven kannst. Also du kannst dir da auf ja, zwei nee, Runden eventuell, wenn jetzt aber Roman Reigns unten dran ist, kann ich nichts saven. Drüber spritzen. Oder den kann ich nicht saven. Mach ich den jetzt mal gut? Also. Ja, war gut. Alle gehen nur auf mich. Alle drei in Wasser wäre auch geil gewesen. Ich musste den links unten retten. Ist es nicht der neben dem Fass dran? Das wäre irgendwie besser. Deswegen bin ich auch runtergesprungen, Leute, weil sonst wären die zwei von mir tot. Ach, das ist vielleicht doch beide blaue weg. Wenn du richtig gut spülst. Was mache ich denn jetzt hier so? Wenn du richtig gut spülst, beide blaue. Big Brain Move war da. Ja, das sind zwei blaue, aber auch einen orangenen. Gelb, ey, der untere blaue, der wird nicht. Der chillt. Und Sepp killt sich. Auf, ey, entspannt. Der ist doch immer noch nicht tot. Mann, das ist doch viel zu hoch. Der hat doch die ganze Zeit da so einen Regenschirm drüber. Das wäre doch gerade gestorben. Ja, gut. Kann mal passieren. Ist halt fair jetzt. Jeder hat einen verloren. Ja, was ist jetzt ausgeglichen von wieder? Jay? Da kommt echt nur Müll aus. Ja, warum hast du überhaupt hochgezogen? Was soll ich hier machen? Ja, weil ich schon den blauen machen wollte. Man hat ja eigentlich so eine komische, geile. Was ist das für eine Mütze, Alter? Nee, das ist jetzt die Acknowledge-Me-Mütze. Acknowledge-Me-Mütze? Die Acknowledge-Me-Mütze? Ist das nicht das fucking Militärmütze aus dem Dritten Reich? Nein, das ist London Police. Ist einfach eine Polizei. London Police. Ich habe aber meinen Namen umbenannt, damit du mich mir die Reihenfolge kennst von meinen Leuten. Ja, so. Ja, ist ja kein Problem. Nach dem nächsten Zug weiß ich die Reihe trotzdem. Eine Mine, daneben liegen, dann fliegt er auf die andere Mine. Ja, das ist eine bessere Idee, als ich mir kurz überlegt habe. Was hast du denn überlegt mit der Bazooka? Da geht nur auf mich. Oben links, vielleicht durch die Explosion. Nein, der steht zu weit weg. Um da um den runter. Für Damage, ja, aber nicht. Das ist eine absolute Frechheit, wieder. Boah, ja, entspannt. Warum hasst ihr mich so sehr? Ich überhaupt nicht. Natürlich. Stimmt. Das ist rein Business. Mich? Das hat ja nichts Business Persönliches. Deine Mutter ist Business. Ach, ihr seid nur auf Business-Ebene befreundet. Wow. Ja, nein, der Hass ist nur Business. Die Freundschaft ist real. Ja, ich dachte, genau. Freundschaft. Ich gönn mir mal ganz kurz so das. Warum denn gefickt? Nein, wie soll der dich denn jetzt killen, Alter? Ja, der killt jetzt meinen, ey. Hör mal auf rumzuweinen da. Lass mich doch weinen. Nee. Da kommt eigentlich echt nur Müll aus den zwei Lippen. Das ist wie bei deiner Mutter. Gut, das war ein doppelter Shot, ne? Auch selbst. Das ist absolut korrekt. Das war einfach. Der war not bad. Big Brian. Der war not Brian bad. Vor allen Dingen. Oh. Was? Leben ist Brian? Guck mal, ich bin hinter dir, Jonathan. Nicht alle gehen nur auf dich. Ja, die gehen alle nur. Ich bin ganz ehrlich, wenn Jonathan da rechts gestanden hätte, hätte ich den gemacht. Ja, logisch. Das war nur ja. Business. Ja, nein, richtig. Das ist reine Business-Nummer. Kann ich nicht sauer sein. Mehr war das nicht. Bin ich auch, Ali. Kann das verstehen. Ja. Reine Business-Nummer. Da, nee, da kommst du nicht hoch. Das ist unmöglich. Unmöglich. Ich glaube, ich muss Setting to. Nee. Spül einfach Wasser nochmal runter jetzt. Auf die 150. Nein, ja, nein, tu nicht. Und hoffentlich bleibst du selber im Wasser so stehen, dass du ersäufst. Ich fand deine Argumentation aber gut, Bram. Nein, tu es nicht. War so richtig überzeugend auch. Ja, war ein richtig schöner Moveset. Oh, drüber! Reicht nicht, schade. Drüber. Das war einfach ein richtig starker Zug. Das war doch kein Schwimmer, Jonathan. Das war super. Guck mal, Jay einfach um den zweiten Platz, easy snack. Geht alle nur auf mich. Ich weiß gar nicht, was der rumjammert die ganze Zeit. Jetzt macht er mir noch doppelt Damage. Also die Reihenfolge ist Roman, wer ist der Dominik und der letzte ist Rhea. Ja, Rhea Ripley. Rhea Ripley. Ich hab das Gefühl, das funktioniert nicht. Wow.
Ich habe das Gefühl, dass das ziemlich gut funktionieren wird. Oh Gott, ich habe echt nicht so einen geilen Bauch gerade. 8 Sekunden noch. Ich habe nicht so einen geilen Bauch gerade. Schmerzen. Ich finde, da kriegt komplett der Richtige auch aufs Maul gerade. Ja. Ja, der ist halt nur auf mich gegangen bislang. Absolut. Absolut verdient. Ich bin dagegen. Zu Recht. Wenn jetzt die 52 da runterschießt auf die 108, dann macht das echt Aua. Ja, aber die 52 stirbt wahrscheinlich jetzt. Außer Peter jetzt ich dachte, Lenzi, du kriegst einen Fallschaden. Boah, das wäre ich wollte schon anfangen zu lachen. Boah. Ja, wirklich, ich wollte schon. Peter, mach das nicht, du weißt nicht, wie das geht. Ich will da nicht hoch. Okay, sehr gut. Okay, warum willst du nicht hoch? Warum sollte er da hoch? Bis den 150 wegmachen können. Dann ist er ja noch weiter in der, Peter muss höher zählen. Wegen dem Endweg. Diese halten wir nochmal fest. Peter geht nur auf mich. Boah, der fliegt doch bestimmt jetzt auf dich drauf. Nee, schade. Das war alles perfekt, Bitches. Boah, ich finde, wir müssen jetzt mal auf Gelb. War das jetzt auch wieder eine Business-Entscheidung oder war das jetzt dann doch? Natürlich war das eine Business-Entscheidung. Ah ja, okay. Du bist ja der, der mir da am meisten Damage machen kann, abgesehen von dem natürlich. Nee, ich bin da auch immer noch early am Bienen an der Stelle. Wir müssen auf Gelb gehen, hast du ja gesagt. Ja. Stimmt, Moment mal. Das ist einfach ein Arsch. Nee, mach mal nicht 5 Sekunden, mach mal nur 1 Sekunde, das reicht. Mach ich aber nicht. Ja, eine reicht. Das schaffst du eh nicht. Sind meine beide eigentlich runtergeschwommen, ne? Das schaffst du eh nicht, Bram. Das ist richtig scheiße. Das ist absolut gewesen. In Ordnung. Ah, ja, ah, der vordere wäre cooler gewesen, merkt, aber der war schon nice. Dass du echt lange nicht mehr in Worms mitgespielt hast, Bram. Ich weiß, dass ich den vorderen auch getroffen habe, ich hab geplant hätte. Schon echt ganz schön schlecht von dir. Boah, ey, da habe ich aber Glück gehabt hier, dass ich nicht in den Fass explodiert bin. Ja, da war ich ja fassungslos, ne? Tschüss. So geflüstert auch. Brauchst ein bisschen Vitamin Sü. Alles. Reicht nicht! Rückenwind auf jeden Fall. Oh. Look, guck mal, wie er auf dich geht, Peter. Aber wie dann nur auf Peter? Der Fokus. Hat er 13 Schaden nur? Aber das hat er auch verdient dafür, dass Peter nur auf mich geht. Bin letzter. Du bist letzter. Verstehe ich nicht. Was genau tust du mir jetzt an? Weiß ich noch nicht so genau. Eigentlich will ich dir gar nicht so viel da antun. Warum nicht? Da ist gar nicht so viel von. Auf Business-Ebene ist das dein nächster Gegner. Auf Business-Ebene. Man muss nicht immer, ist nicht alles immer Geschäft, Sebastian, ne? Ja, nicht. Exakt das hätte ich auch getan. Exakt das, wenn dann alles so mit gewesen wäre. Teleportier dich mal schön weg. Ficken, der kann dich abschießen. Ja, aber dann macht er sich auch Schaden. Nee. Vielleicht teleportiert er sich einfach weg. Dann habe ich Ruhe. Du brauchst doch nur eine Bazooka. Ruhe im Karton. Ins Gesicht. Boah, jetzt gönnt er sich die Kiste. Was ist da drin? Oh, Peter, Fallschaden. Jetzt. Doch nicht. Der rejected einfach allem. Ey, so dramatisch ist das jetzt Armageddon. Auch nicht kommen hier. Komm, Armageddon. Leider nicht. Tut nicht. Das finde ich auf jeden Fall gut. Ja, scheiße. Würde ich echt gut finden. Oh, was? Oh, da wird er jetzt eher da. Oh. Oh, du hast sogar noch 10 Sekunden Zeit gehabt. Wieder ist ein Rutsch drin, Alter. Oh mein Gott. Und Peter, wieder auf einen Fleck? Ja, ist mega. Ist auch taktisch insane. Das wirst du noch nicht verstehen, aber gleich verstehst du das. Das letzte. Schieß einfach mit der Bazooka. Oh, okay. Oh, da kann er noch drüber. Ja, diese komischen Handbewegungen, die dein Wurm da macht, ne? Die da nicht das Ding triggern, das finde ich komisch. Nee, das dann. Du schießt nur auf Beine, Peter. Cool, geht. Nice. Was? Wir haben einen Counter rausgefunden. Mega gut. Wieso stehe ich im Wasser? Aber hast du mir das einen Zug gezogen? Ja. Wieso ist das? Ja, was? Das Wasser ist okay, ja insane gewesen. Das ist ja aber ja. Zu Recht auch. Oh, da wird das Geld direkt eingesammelt, ne? Wurde getriggert. Ja. Das war schon richtig kacke. Ja, ist egal, das Netzwerk kann man dafür mal verwenden. Dann hättest du auch nicht schon vorher mit dem Ninja Rope einfach die rausziehen können. Was ist das denn jetzt? Oh, ja, zu hoch, deutlich! Oh Gott, war das schlecht. Boah, in der letzten Sekunde noch. Warum hast du nicht da einfach durchgeschossen? Wieso ist denn jetzt da reingefallen? Das ist, weil deine Kiste im Wasser gefallen ist. Oh, guck mal, da unten sich jetzt der. Oh, da wird gegönnt. Dominico, oder wie der heißt, da jetzt alles abgönnt. Okay, Roman Reigns. Roman Reigns, auch gut. Stimmt, Dominico ist schon tot. Und rechts ist Rayleigh oder so heißt er. Dominico.
Er ist nicht Domenico. Ja, ein Domme halt. Ja, der Domme. Sehr mega. Ja. Wird richtig gefeedet da unten. Ja. Warum solltest du da raus wollen? Will er doch auch gar nicht. Irgendwann eklig wird. Ah, dann wird erstmal nach oben. Na, guck mal, nächste Runde ist er da durch. Spätestens. Ja. Vielleicht oder ist er vorher noch oben. Ist er schon mal oben? Bist du oben? Wirst du dich loben? Hm, das ist ja scheiß Wind, muss ich sagen. Aber ich muss hier leider weg. Bis da hinten komme ich nicht, ne? Nicht mal. Schieß doch einfach selbst nochmal runter da jetzt. Nee, doch, ich hab da so ein Problem. Einfach durch das Loch schießen, Peter. Oh, leck mich doch am Arsch. Ja, das habe ich vor, aber ich wollte vorher weg von meinem anderen. Ach so, ja, verstehe ich. Denk auf den, denk an den krassen Gegenwind. Ja, denke ich. Das wird so ungefähr sein. Ja, so ungefähr. Na, fast. Das war ein Mist auf der ganzen Linie. Stell dich genau auf das Loch, was das gleich aufgeht. Alter, da oben ist ein Minenburger. Doppelburger. Nein, Chase ist gleich erst mit dem Rechten dran, ja? Aber mal. Aber er wird safe den Boden da aufmachen, also. Finde ich jetzt ganz schön blöd, dass du das einfach so countern kannst. Oh. Jawohl, nice. Wieder in die Höhle. Ist auch eigentlich ganz muckelig da. Ja, eigentlich schon. Pass auf, wir machen jetzt folgende Dinge. Als allererstes mache ich das. Ja, muss der Jay sich leider nach oben links hoch. Ja, wirklich. Oder teleportiert nicht weg. Ist egal. Ist schon okay. Hat man zwei von denen, das ist ja praktisch. Ja, ist ganz neu. Ah, jetzt habe ich doch schon alles gewastet. Bist du, ganz echt, wieso bist du euch immer an Wein? Die Leute gehen auf dich, jetzt bist du mit Abstand Erster. Ich heute hast du alles gewastet. Gesagt, nee, das geht. War Jay mit, die gehen auf den. Ich, ja. Nee, nee, ich hab das kein Mal gesagt. Ich seh das nur bei Sepp gerade. Das ist ja so frech, dass das jetzt hier behauptet wird, dass ich irgendwie sage, ich gehe auf mich. Sepp, ey, was ist, wie wirst du jetzt hier gerade reingelegt? Also das ist wirklich krass von Sebastian an der Stelle. Nimm doch das Jetpack, Sepp. Das funktioniert nicht. Arsch. Okay, Misplay Monday, let's go. Naja, das wird ja gut. Geht eigentlich. Ja, nee, ne? Das geht wahrscheinlich. Oh, ja, das wird wahrscheinlich nicht machen. Blöde Ecke. Siehst du da ja, Misplay Monday. Ja, das war schon. Das war zwar ein Fail, aber das war jetzt echt. Okay, aber wir sind jetzt nicht hier am Race Wednesday, ja, so schlimm ist es auch noch nicht. Race Day? Wer holt sich jetzt den Peter da oben? Ja, das ist belastend. Komm mal runter. Nö. Oh, wie knapp. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, wenn ich ganz early am Bienen bin. Warum? Ich hätte gedacht, der fällt runter. Halt. Ach so, das meinst du? Ich dachte, der Zug, hä? Nee, ich dachte, der fällt runter, der 87er. Der muss hier mal schön weg. Genau zu sein, war ich mir auch ziemlich sicher, dass der runterfällt. Guck mal nach links, Peter. Ich habe Angst. Nein! Ja, ich komm mal runter. Noch mal im Flug. Ja, komm so ran, ich Peter. Slert hast du gespammt, aber hat nicht geklappt. Slert hast du es gespammt. Lecker! Oh, das war ein guter Zug. Ja, mal leid, Peter. Gewesen. Also, ich bin der Meinung, dass da oben ja ganz schön viel so Zeug liegt, einfach. Ja. Kann man nochmal was hochwerfen. Ja, ne? Und das zu treffen ist halt aber auch ja generell eigentlich eher schwer. Nee, eigentlich eher leicht. So, ne? So, und deswegen. Nur ein Ding davon genau, ich muss ja nur ein Ding davon treffen. Da finde ich eigentlich ganz schön kacke. Oh mein Gott, er nimmt die Clusterfuck. Ich muss ja ein Ding davon treffen. Besser nicht. Ja, bitte, das ist Schmutz. Hab ich getroffen. Oh doch. Alter, oh, das war sogar Maximum Pain. Das war doch. Ja, zumindest die Waffen weg, ne? Das ist schon nicht schlecht. War das schon in Ordnung, oder? Ah, 40 Schaden ist doch voll stark. Das war, der Schaden hätte mehr sein können noch, ja. Aber erstmal hast du die ganze Sache, weil gut. Du bist da oben ja jetzt dran. Ja. Jetzt kannst du natürlich wieder links Peter mit Wasser einfach auch runterschubsen. Ja, du hast noch eine Wasserbombe. Mehr, aber du hast, mit der du hast aber Geld. Du hast aber 10 Geld. Du kannst dir eine kaufen. Wieso weiß ich besser, was du hast, als du selber? Oh, du könntest natürlich auch Bram rechts eingraben, damit er dich nicht die ganze Zeit davon außen beschießt. Ne? Das ist richtig, das könntest du natürlich auch machen. Nee, er findet die Wasserpistolen-Geschichte besser. Also, Bram hat gut verkauft. So viel dazu, Peter, halt, ne? Ja. Nur auf dich. Immer nur auf den letzten. Und so, das ist schön. Oh, ist es das? Nee. Nein! Rutsch doch, du Räudiger. Ja. Auch noch komplett. Merkt ihr das mal, Peter, ne? Einfach merkt komplett. Ihr das mal. Oh, der Wurf war so. Wenn er auf wen geht. 5 Damage waren das auf jeden Fall. Oh, ich probiere hier jetzt sofort mal was Verrücktes. Ja.
auf demselben Level wie gerade der Zug, oder? Kann man? Warte, ist Jay noch vor mir dran, oder nicht? Ja, ist er. Okay, sag ich probier doch nichts Verrücktes. Vernüxtes? Ja, ich probier nichts Vernüxtes. Ich glaub, Jay will einfach nur abhauen, oder? Also... Boah, ganz Millimeter. Guck mal, ob man den Stier noch benutzen kann, wenn man quasi ein Seil gerade schon aktiv hat. Achso, nee. Oh mein Gott, und dann lässt du den, droppst du den so. Ah, das kann man natürlich auch so machen. Man, der will aber noch weiter hoch. Okay. Oh Gott! Ja. Der ist zurückgeflogen! Ja, das ist. Das ist ja richtig schlecht. Peter, versuch mal was Verrücktes. Alter, war das bad. Ja, cool. Leck mich am Arsch, war das schlecht. Dann probier mal was Verrücktes. Geht das? Wenn ich jetzt so mache? Jetzt kann ich noch den Stier einfach Teleport und Ding voll weggewastet, ey. Aber du musst oh Gott! Wofür? Warum gehst du denn da noch auf mich? Gott, er wollte das ausprobieren, hat er doch gesagt. Ja, hab ich doch extra angekündigt. Ja, aber wirklich. Das ist doch voll... Ja, aber das ist doch... Warum wastest ich du das? Ich wollte das mal testen. Er wastet das komplett. Ja, komplett, Alter. Ja, natürlich. Man muss auch mal Sachen experimentieren. Ich bin da komplett on your side auf dem Lift, ne? Ich bin da auch bei Peter. Ich bin da Nein, mein Geld. Benutzt, ja, also, ja, ich wollte mal sagen, du bist hier Mist auf Waste Management. Aber ich, ja, ich wollte mal ausprobieren, wie man schief fliegen kann. Ja. Ja. Hey, Bram. Ja. Mach mal nicht. Ja, wirklich guter Spieler, der Bram in Worms, muss man wirklich sagen. Ich hab dir ja gesagt, Sepp, hättest du mal zugebaut. Geh mal weg, du wolltest und ja Stück. Nicht. Nee, wolltest lieber Wasser wasten. Und der ist immer noch Erster, der Boy. Naja. Ja, du hast den 57er gekillt, ne? Ja, okay, tut mir leid, kill du doch den nix. Naja, schon. Ach, das sind alles Assis, ey. Ja, das sind voll die Assis. Na komm. Ich steh mir halt immer noch selbst am meisten im Weg. Ja, das ist richtig. Ja, wir uns alle meistens, außer Bram. Das fängt ja gut an. Meine Gedanken sind mysteriös und komplex. I don't like. Gibt Schlimmeres. Gibt Besseres. So. Jetzt kommt die Frage, was macht jetzt Rayleigh Rice oder wie die heißt? Rhea Ripley. Ah. Mami muss es wieder richten. Ich bin nicht so sicher, ob das der beste Zug war. Die Mami von Dominic Mysterio. Dominic heißt er? Mhm. Ach, der Ray. Das ist der Sohn. Von Dominic. Nee, Ray ist der Vater von Dominic und Dominic ist der Sohn von Ray. Ist das wie im Saarland? Nee. Das ist das Saarland. Das ist so, der ist so der Sohn, wie Julius dein Sohn ist. Also außer du bist wie im Saarland. Das kann ich jetzt natürlich jetzt? Nicht. Da kommt der kleine Schmacko vor. Oh, der kleine Bäcker, Junge! Don't do it. Peter, nein. Oh, schön. Das wird dein Untergang. Fail leider auf der ganzen Linie. Ne, komplett guter Zug. Ey. Guter Zug. Hat er gut getroffen. Ja. Zieh jetzt zurück. Das war ein Anti-Fail. Das war also quasi. War gut. Wurmwechsel hatte ich leider nicht mehr. Ich hab noch einen Wurmwechsel. Ja. Cool. Ich nicht mehr. Das ist doof. Hab meinen gut benutzt. So. Und jetzt bitte da kurz noch hoch. Sehr gut. Und jetzt möchte ich bitte... Freue mich schon, wenn Bram gleich mit dem Ninja Rope failt, weil er das seit Ewigkeit nicht mehr gemacht hat. Der ist die ganze Zeit heute nur am Performen in dieser Folge. Da muss also man langsam echt auch, der Fail kommen. Komm. Auf jeden Fall verdient zu gewinnen. Jetzt kommt er nicht mehr weiter. Drei Wochen Urlaub war drei Wochen Worms Training oder was? Ja. Dann machen wir einfach mal ganz kurz auf entspannt den jetzt? Hier. Nee, kann man ihn dann mit einer Wasserbombe ja voll weghauen. Ja, finde ich auch gefährlich. Ja, aber hat ja keine Möglichkeit auch für mich. Das machst du nicht. Ich Glück gehabt. Ja, also klar erkannt, aber ich hätte da unten halt auch nicht überlebt noch einen ganzen Intervall. Oder vielleicht schon einmal, ja, da war mir zu gefährlich. Wahrscheinlich nicht. Peter. Aber das ist ja du ein so Teleport. Ein Feindbild hier auf dein Gesicht malst, ey, das gefällt mir gar nicht. Krass, zurück. Ich glaube, das ist gut. Boah. Ja, ein bisschen höher hätte schon boah, sein der können. Hätte fast den 61er gekillt. Er hat sogar gezuckt. Ja, aber war ein Fake-Zucken. Fake-Zucken. Boah, der 61er überlebt das noch, oder? Boah, das wird alles hier eng. Nicht genau, was du möchtest.
Ich glaube nicht, weil damit kann er nichts machen. Ja, doch, doch, ich möchte, dass der überlebt. Ja, okay. Lieber zwei Würmer haben als einen Wurm. Jay, wo gehen wir denn da hin? Ah, er bohrt erstmal an. Ich muss jetzt hier mal was machen, ich bin ein Macher. Ja, ich hätte auf der Kiste gerade eben nicht überlebt. Also gerade eben überlebt, aber da habe ich nicht mehr rausgekommen, vernünftig. Jetzt wird gemaked. Wo ist meine Maus? Das sind wichtige Sekunden! Verdammt! Tu es. Oh Gott. Das wird was. Er beliebt. Kann easy. Ja. Oh! Doppelgeld oh, auch noch! Sogar die Kisten. Schon lecker. Boah, Doppelgeld ist aber Schmacko, ey. Und jetzt bumst er uns. I don't like it. Und? Ich weiß nicht, ob er die ganze Zeit vielleicht eher dich bumst, weil du ihn die ganze Zeit angreifst. Ich greife ihn überhaupt nicht. Er greift mich die ganze Zeit. Aha. Schmackofatz, Alter. Aua. Das fickt mich. Das ist mein Ende. Weil ich so weit unten bin. Nee. Doch, okay. Das ist mein. Ich werde untergehen. Meinst du? Na, ich glaube schon. Scheiße. 25. Meiner jetzt ist kommt ja noch Bram dran, dann kommt Sepp dran und dann erst ich. GG. Das könnte sein, das ist mein Ende. Okay, also wenn ich das richtig habe, bin ich voll smart. Wenn ich bin auch auf Sepp gegangen da an der Stelle. Ihr geht nur auf mich. Okay, das Ding ist sogar direkt neben Sepp explodiert. Schon bitte. Willst du jetzt Sepp töten? Halt mal fest, dass Peter jetzt übrigens fast wieder auf Platz 1 ist, ne? Nixen, du da. Du kannst auch einfach rechts runterspringen. Ja. Aua. Werde ich nicht überleben. Ja, jetzt ist Jay tot. Ja, aber dein 20er lebt dann noch. Kannst du einfach mit der Bazooka jetzt rechts Bram runterschießen? Aber der ist nicht dran, Bram. Hast du nicht noch einen Wurmwechsel? Kannst du Bram einfach killen. Ich hab keinen Wurmwechsel. Nein, nein. Kannst du ja kaufen. Du hast doch gerade ganz viele Münzis eingesetzt. Ach, ne, war Peter. Ja, schade. Ich kann überhaupt nichts machen hier. Ich kann so echt so gar nichts machen. Das ist echt kacke. Tja. Außer Armageddon, lol. Das wäre jetzt ein geiler Trumpf. Ah, da oben hätte ich aufgemacht, wenn ich echt bin. Nee. Ich glaube, dass da jemand was reinschmeißt. Ah, kommt Peter hier rein. Wie soll er das machen? Like it. Ja gut, der ist schon mal weg. Ja, der andere wird auch gleich weg sein. Okay. Okay, das heißt, ich muss jetzt das Lucky Game spielen, ne? Die Banane wird nämlich jetzt kommen von rechts. Der ist nur auf mich gegangen, ey. Was Peter, die Banane jetzt? Wird von rechts kommen, das weißt du. Ich meine... Das ist ganz eindeutig, was ich man kann mir das nicht leisten! Nein! Was willst du nur kaufen? Ja, ich werf schon mal. Dann werfe ich die Banane nach rechts. Jetpack? Weiß nicht, was ich da gerade machen wollte. Du hast doch 20 Münzen. Okay, das wird wild. Oh das Ding habe ich nicht gesehen. Den Nippel, wo der gegengekommen ist. Das sind wieder so viel Schmerzen, die ich da sehe. Hast du den Nippel gesehen, Alter? Ja, aber 3 Sekunden waren eh viel zu viel. Ja, weiß ich nicht. Der soll ja direkt auf den, an der Stelle explodieren. Der sollte links unter Bram explodieren. Ich komme da nicht hoch, oder? Teleport. Ja, aber das kostet mich einen Zug. Ich weiß. Teleportiere ich doch einfach auf Sepp. Peter, wir müssen zusammen... Können wir ja nichts machen dran. Ich werde ertrinken. Was ist denn jetzt? Ich werde ertrinken, da hat er recht. Jetzt auf jeden Fall. Ja, wohl, nee, nicht auf jeden Fall. Stimmt auch gar nicht. Du kannst einfach wegbuddeln. Nein, du bist ja noch vor mir dran jetzt. Ach so. Das wäre echt fail. Warum macht ein Bram dann sowas? Ja, hab ich auch nicht verstanden. Als ob du jetzt einfach ertrinkst, Peter. Naja, ich denke schon. Was ist das für eine Fehlkalkulation von dir? Ja, weiß ich nicht. Wieso bist du schon tot eigentlich? Weil du die ganze Zeit auf mich gegangen bist. Da habe ich mich wohl gut kalkuliert. Komm hoch. Ich bin ja nicht nur auf dich gegangen. Ja gut, aber meine Kalkulation war Hauptsache nicht letzter. Das ist aufgegangen. Die Matheaufgabe habe ich gelöst. Okay. Aber halt auch höchstens mit mangelhaft oder ausreichend. Aber gelöst. Nee, ausreichend. Jetzt keine Alternative gesehen, wie ich nicht mehr selber... Bitches, alle belogen! Teleportation, wohin geht's? Nee, ich kann noch. Ich habe noch Chancen. Das reicht nicht. Meinst du nicht? Was machst du? Nee, das reicht nicht. Okay, 1 Millimeter bewegt ins Tod. Warum teleportierst du mich? Hast du keinen mehr? Doch, doch, ich hatte noch einen, aber ich dachte, wenn ich da hochlaufe, hätte das noch gereicht. Wie kann sowas Dritter werden? Warum? Ich komme hier nicht dran vorbei. Das hätte aber gereicht, da hochzugehen. Ich kann nicht hier dran vorbeiwerfen. Kannst du nicht einfach hochbuddeln? Also mit dem Brenner hoch?
Tja. Also. Da muss es jetzt die göttliche Waffe werden. Der göttliche Schuss. Was machst du denn? Was passiert denn jetzt? Das wird niemals funktionieren. Wahrscheinlich nicht. Aber du musst jetzt einen göttlichen Granatwurf machen. Ich kann nicht mal daran vorbeiwerfen. Ja, dann setz dich neben halt mich. Dann ein Bazooka-Shot. Du hast halt einen Wind. Oh mein Gott. Also vor allem dann so auf die Ecke setzen, dass er dich jetzt wirklich nur anpupsen muss. Ja gut, das sind halt zwei Minen, wa? Ich hätte mich nicht auf die Ecke gesetzt, wenn die zwei Minen nicht da wären. Also das kann Sepp nicht mehr verkacken. Konter, komm schon, Sepp. Das ist unmöglich. Komm schon. Jetzt ich werde dir nicht sagen, nicht aber das kannst aber ich, du nicht also, verkacken. Oh, der Druck ist real, der Druck ist real. Der Druck ist wirklich real. Das kannst du nicht verkacken. Boah, ey, ich hab's gesehen. Ja, zwei da, ist okay. Ja, das war jetzt nicht die Glanzleistung des Monats hier teilweise. Vor allen Dingen nicht vom letzten. Der hat sich auch einfach. Ich weiß auch nicht, warum der die ganze Zeit da unten geblieben ist, ne? Ich hab das so gespielt heute. Ja, GG, Sepp, ey. Ja, zu Recht gewonnen. Also, Bram hat mehr verdient, aber. Das ist richtig. Ey, also, danke. Tschüss. Tschüss.